Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GamingTube, eurer interaktiven Gaming-Community. Ich bin Etritaldo und wir sind im Charakterauswahlbildschirm von Dragon Ball Xenoverse. Eine Sache, die ich im letzten Part nicht erwähnt habe, ist, ihr könnt, sobald ihr das Hauptspiel durchgespielt habt, einen neuen Charakter erstellen. Im gleichen Spielstand könnt ihr dann einfach, wenn ihr eine der anderen Rassen ausprobieren wollt oder einen anderen Charakterbild erstellen wollt, könnt ihr das jetzt einfach machen und es bleibt im gleichen Spielstand, das ist ganz wichtig. Das heißt, all die Fähigkeiten und alle Sachen, die ihr mit Cholera oder mit eurem Hauptcharakter freigespielt habt, könnt ihr dann auch in einem neuen Charakter übernehmen. Dieser beginnt einfach wieder auf Level 1 und ihr müsst den dann ganz normal hochleveln. Ihr könntet damit zum Beispiel auch die Story nochmal nachspielen oder am besten geht's halt natürlich mit den passenden Parallelquests und mit Hilfe von anderen Leuten könnt ihr verdammt gut leveln. Werden wir jetzt hier nicht machen, weil ist jetzt nicht wirklich nötig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem Spielstand später nochmal andere Charaktere spielen will. Eher nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal Kohlras Spielstand laden und werde aber die Ladezeiten rausschneiden. Das dauert fast immer eine gute Minute. So, da sind wir hier. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wir gehen los, denn für die heutige Folge habe ich einige Parallelquests mir vorgenommen. Bei Mr. Satan hat sich nichts getan. Ich habe seit der letzten Folge nicht mehr weitergespielt. Aber ja, gibt ja noch eine Menge Parallelquests, die wir noch machen können. Und dann würde ich mal sagen, wir ziehen einfach mal direkt los und gucken mal gleich in die neuen Quests rein. Saiyajin-Kampf. Gotenks und hier sind wir sonst fertig, ne? Ja, 45. Besiege Gotenks, Son Gohan und Vegeta. Ja, das kriegen wir hin. Eine Bluff-Kamehameha, ein Trainingsanzug. Ah, interessante Sachen. Gucke ich mir vielleicht irgendwann mal an, was man hier so gewinnen kann. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal, was die Quest so zu bieten hat. Ich bin mal gespannt, wie das läuft hier mit Mr. Satan an unserer Seite. Schließlich haben wir hier jetzt nicht gerade den Stärksten bei uns, den Champion. Der Champignon. Wir haben erstmal Gotenks. Oh, das ist gut, Lebensenergie. Oh, du hast verdammt gut Lebensenergie. Aua. Du gibst mir mal deine Energie und dann hat sich das schnell ausge... Der arme Son Gohan... Armer Mr. Satan, das kannst du nicht machen. Gotenks. Ach du Scheiße, da kommt Son Gohan zur Hilfe. Ich denke mal, die Satans hier. Ist das euer Ernst? Jetzt kommt auch noch Vegeta? Gibst du mir mal deine Energie? Hallo Vegeta! Ich meine, solange sie sich nicht alle auf mich konzentrieren. Und ich einen am anderen erledigen kann, geht's. Okay, Gotenks ist erledigt. Vegeta? Nee, nicht Vegeta. Ich will den anderen. Wo ist er denn? Da hinten ist Son Gohan. Ich heil mal meine Satans. Ich will mal deine Energie. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Der wütende Schrei. Ihr seht, dadurch können wir. Ah, da,
jetzt einfach unser Key wieder aufladen, ihn unterbrechen und dadurch kann ich ihn quasi in der unendlichen... Jetzt kann ich dich wirklich in der unendlichen Combo halten. Denn ihr seht, er kann gar nichts tun. Du gibst mir deine Energie. Und dann holen wir uns Vegeta. Ihr seht schon. Oh, das war nicht gewollt, aber okay. Jetzt habe ich natürlich meine... Und ihr seht, das ist einfach heftig und ein guter alter Super Saiyajin Gott will mitspielen. Oh, nicht im Ernst. Und Son Gohan auch noch. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich die alle nochmal besiegen? Aua! Oh, das hat gezogen. Da ist Son Goku. Müssen wir die unfaire Combo wieder benutzen. Ah, da hat's mich. Muss auf jeden Fall aufpassen. Jetzt hab ich keine Energie mehr. Mir erstmal deine Energie. Kommst du, wo ist Son Goku? Okay, ich muss irgendwie gucken. Jetzt. Nee, ich komme nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr davon, oder? Ah, die sind jetzt natürlich auch alle tot. Wir gucken mal, vielleicht habe ich eine Chance. Ich muss Son Gohan loswerden. Wo ist denn Son Gohan? Da ist er.
Okay. Son Gohan ist weg. Jetzt ist nur noch Vegeta und Son Goku Gott. Wo sind... Son Goku, nein! Hör auf! Ah, dieser Son Goku. Komm. Zählt das zur Wiederbelebung? Natürlich nicht. Okay, einer von den beiden lebt wieder. So, Vegeta. Oh, verdammt. Ich hab keine... Das muss ich natürlich irgendwie versuchen. Okay, Vegeta ist down. Jetzt haben wir eine Chance. Okay. Okay, wir haben den Sieg. Das... Damit müsste ich dich eigentlich im Sack haben. Wunderbar. Das war zwar jetzt nicht unbedingt die epischste Schlacht aller... Wobei, eigentlich war es schon ziemlich heftig. Haben wir noch gewonnen. Super, Level-Up gibt's auch direkt. Nice. Aber gekriegt haben wir natürlich nichts. Aber ja, ihr seht mit der... Mit dem wütenden Schrei, dadurch, dass ich den jetzt unendlich quasi spammen kann, haben wir eine gute Möglichkeit, um einen Gegner zu töten. Nun gut. War das nicht so die, die wir gerade gemacht hatten? War das nicht sogar die... Nee, hier ge... Wo ist es denn? Hier irgendwo ist... Hier ist der dritte Splitter, den brauchen wir unbedingt noch. Ich werde jetzt hier auch ganz kurz außerhalb der Reihenfolge gehen, da ich nicht weiß, ob ich alle Missionen in den Part reinkriege. Und ich möchte die hier direkt abschließen, denn im schlimmsten Falle, wenn wir jetzt den Splitter nicht kriegen, damit ich den zwischen den Episoden farmen kann. Wir nehmen jetzt trotzdem wieder Mr. Satans mit, denn mit dem wütenden Schrei schaffen wir es auf jeden Fall, alles zu gewinnen. Besiege Son Goku. In der Genio-Form, schätze ich mal. Das sieht mir auf jeden Fall so aus, als wäre das eine Mission basierend auf dem hier. Lord Freezer bei der Zerstörung von Namek. Namek, sage ich. Bei der Zerstörung von Planet Vegeta. Und die haben wir gerade verhindert.
Ich bin mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Oder was sagt ihr, meine beiden Mr. Satans? Ho, Level 36. Boah, das ist doch mal... Was? Capsule Corporation. Piccolo? Boah, den hauen wir aber auch gerade richtig aufs Maul, ne? Oh, da habe ich kein Ki mehr. Dann mache ich lieber den hier. So, Gohan. Das ist mal eine interessante Mission. Oh, Saiyajin Son Gohan. Ich hätte jetzt... Ich dachte, ich habe eigentlich mit der Mystic Form gerechnet, aber... Okay. Dynamite Kick! Aber ihr seht, wie unglaublich mächtig diese Form ist. Das erlaubt es uns nämlich, unendlich unsere Fähigkeiten, vor allem unsere Kaioken, auf Dauer aufrechtzuerhalten. Was schon sehr, sehr nützlich sein kann. Ich meine, ich werde sie jetzt wahrscheinlich verlieren, da ich im Moment nicht die Möglichkeit habe, was zu machen. Gotenks. Du gibst mir als allererstes deine Energie. Und dann kriegst du es aber auch aufs Maul. Ah, Level Super Saiyajin Level 3 gleich direkt. Boah, wie die hier ausrasten, ne? Du gibst mir gleich nochmal deine Energie, bevor du tot bist. Gib mir gleich mal deine Energie. Gleich nochmal. Und ihr seht, damit können wir auch verhindern, dass wir weggeschlagen werden. Wir können aus Kombos damit entkommen. Wir können ihn am Flüchten hindern. Wir können damit, glaube ich, sogar verhindern, dass er weggeschlagen wird von anderen. Macht es halt unglaublich einfach, Gegner zu besiegen. Gibt's hier was? Natürlich gibt's hier was. Weltkampf. Da wird wahrscheinlich Son Goku zur Hilfe eilen. Denke ich mal, wird vom Kampf her am meisten Sinn machen. Oh oh. Da haben wir auch direkt einen Super Saiyajin 3. Nee, gar nicht wahr. Aber auch, ihr seht, selbst
Hier könnt ihr was dagegen unternehmen, indem ich einfach spamme, kann ich mich sogar vor seinen Superattacken beschützen. Also das macht's halt echt fast unmöglich noch zu verlieren. Oh, wir haben ein Schlüsselobjekt bekommen. Wunderbar. Das ist nämlich genau das Item. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich ihn direkt bekomme. Ich weiß gar nicht, ob das ein Jalle sind sogar. Aber ihr seht, mit der neuen Fähigkeit werden Kämpfe zum Kinderspiel. Keine Gegner haben mehr überhaupt irgendeine Chance, wenn ich die Fähigkeit spammen kann. Das macht diesen Character-Build jetzt sogar stärker als den Super Saiyajin Spam-Build, den ich habe. Dieser benutzt die Fähigkeit aber auch, da sie einfach so stark ist, um auch einfach Attacken zu unterbrechen oder auch einfach mal Ki aufzuladen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich alle Splitter habe. Ich war mir nämlich, bin mir nämlich nicht sicher. 5 haben wir. Etwas Seltsames im Zeitnest. Ha. Ja, dann gehen wir mal ins Zeitnest, denn ich denke, das wird, damit müssten wir es eigentlich haben. Ich glaube, es gab nur 5 Splitter. Oder war das nicht hier? Ich dachte, das hier ist das Zeitnest. Reden wir mal mit Trunks. Ja, Trunks hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Wir haben eine neue... Ja. Okay, wir gucken mal ins Zeitnest. Und das müsste uns jetzt eigentlich eine neue Hauptmission geben. Ich frage mich, wer das jetzt ist. Also war das noch Überbleibsel. Okay. Und da Okay, und wo ist dieses Wurm noch aufgetaucht? Ja, das wäre ein Problem. Ach, immer noch Demigra? Ich dachte, wir sind fertig mit dem Pfosten. Das nervt wirklich, ja. Nun gut, dann müssen wir da auf jeden Fall noch eingreifen. Ja, machen wir. Kein Problem. Okay. Dann gucken wir mal, was das für ein Wurmloch ist, bevor die Zeit um ist. Ein paar Minuten haben wir noch. Letzte Momente. Son Gokus Vater Bardock. Wir sollen hier bei der Zerstörung von Vegeta eingreifen. Und die haben die ganzen Gegner hier gebufft. Bardock steht also ziemlich überfordert hier. Mach dir keine Sorgen. Ich bin zu deiner Hilfe geeilt. Ein weiteres Saiyajin. Ihr seht, die Apule ist hier. Interessante Kombo. Das kriegen wir hin. Komm schon. Ach, voll daneben. Du? Du bist wohl der Nabel der... Du denkst wohl auch, du bist der Nabel der Welt. Komm her. Apule? Bist du wirklich... Apule hier will wirklich unbedingt gekillt werden. Ja.
Ja, was? Nirvana? Auch du wirst nicht überleben. Wie die mich aber auch ja nicht Energie klauen lassen wollen, ne? Du gibst mir noch mal ein bisschen von deiner Energie. Und dann wird wieder ge... Ist jetzt mal gut hier? Ha, irgendeiner ist gestorben, aber das war diesmal nicht ich. Wie viele hier auch wieder rumwuseln, ne? Ich will, dass du mir... Die wollen mir ihre Energie nicht geben. Ich krieg zu viel. Er ist nur um rumtänzeln. Na, Bana? Das ist heftig. Ich treff dich nicht. Dieses diese Rumspringerei nervt. Jetzt. Das macht nämlich ziemlich unmöglich für mich. Kaioken aufrecht zu erhalten. Aber ich denke mal, wir haben es gleich. Da ist noch einer. Und da sind noch mehr. Jetzt geht das wieder los. Und Ramon, die sind glaube ich neu. Jetzt hat's mir. Pura? Nirvanas kennen wir schon. Okay, das funktioniert. Dritter Schlag scheint gut zu funktionieren. Wow, der war ja super. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Oh Mann, war den hier? Doch gar nicht. Wir warten immer noch auf Meister Freezer. Na, da ist er doch. Endlich! Dürfen wir gegen Freezer kämpfen? Denn wir sind eh schon ziemlich am Ende des Parts angekommen. Meister Freezer. Mit einem Tune. Wir scheinen genug Schaden an seinen Männern angerichtet zu haben. Jetzt sollen wir gegen Meister Freezer kämpfen.
Haha, meiner ist besser als deiner. Du wirst jetzt sowieso dran glauben müssen. Du bist mir lang genug auf die Nerven gegangen. Da ist auch Freezer wieder da. Komm schon. Krieg noch einen coolen Kill hin. Jetzt ist Freezer natürlich abgehauen. Boah, Freezer, ne? Komm schon. Das kann nicht euer Ernst sein, ne? Ich krieg mein... Pure? Der ist nicht unbedingt gut, der Dynamite-Kicker. Also, den müssen wir auf jeden Fall wieder loswerden. Aber wir haben die Mission hinter uns gebracht. Ich denke mal, wir haben genug Schaden angerichtet. Wie auch immer, geschafft ist geschafft. Wunderbar. Level-Up gab es auch nochmal. Die Mucke ist cool hier. Wir haben die Zerstörung nicht verhindern können. Es ist ihm einfach egal, dass wir ihn voll verprügelt haben. Er benutzt die Attacke dann einfach mal trotzdem. Ha? Was war das? Und damit haben wir nicht verhindern können, dass Planet Vegeta zerstört ist. Das war knapp, ne? Na, wunderbar. お疲れ様でした。 ひとまず あの時代を守ることはできたようです。 Es war Bardocks Schicksal zu sterben. Bardock-san を飲み込んだ黒い穴見ましたか? Das heißt, wir haben es nicht hinbekommen. それがワームホールよ。 Ach, ihn hat's ins Wurmloch gezogen. じゃあ Bardock-san を飲み込んだワームホールを急いで追わないと。 とはいえ Es soll das jetzt hier Anspielung sein auf die Episode Bardock, den zweiten Bardock-Film? Oder so. Okay. Du sollst mitteleportieren oder was weiß ich, nachfliegen. Was gibt's denn Schönes zu sehen? Jetzt sollten wir, glaube ich, die Splitter sammeln. Und mit jedem Splitter können wir dann eine neue Mission bei Trunks annehmen. Wir haben natürlich schon alle Splitter gesammelt. Dementsprechend splittern wir dann beim nächsten Mal direkt in die nächste Quest. Ich denke mal, ich habe die noch alle, oder? Ja, klar. Denn wir haben jetzt 5 Stück davon. Und beim nächsten Mal splittern wir dann, wie gesagt, in die nächste Quest und gucken nach, ob wir irgendwie was tun können hier mit Bardock. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.